Der Kauf eines guten Musikinstruments ist Vertrauenssache, vor allem natürlich dann, wenn man sich selbst noch nicht so gut auskennt. Ein Geschäft, dem Musiker seit 1908 vertrauen, ist Cream Music in Frankfurt. Im Rahmen unserer Reihe über Frankfurter Traditionsgeschäfte aus dem im Concord Verlag erschienenen Buch mit dem Titel Zeitkonserven stellt Ihnen Susanne Schmidt den Musikladen einmal näher vor. Über 100 Jahre Tradition stecken in dem Familienunternehmen Cream Music. Der Instrumentenfachhandel wird heute in der vierten Generation betrieben. Die fünfte steht in den Startlöchern. Sogar Musikgrößen wie Frank Sinatra und Elvis Presley kauften hier schon ein. Das hat sich so ergeben, natürlich, als die Officers hier, die Amerikaner nach Deutschland kamen, gab es natürlich hier in Frankfurt das AFN-Radio, die Offiziersclubs, und dann haben die sich natürlich die Stars einfliegen lassen, was ja heute auch noch der Fall ist. Dann fliegt Malte heute nach Afghanistan, früher kam er nach Frankfurt. Und wenn die halt was brauchten, sind sie hier in den hiesigen Laden gekommen, und so erklärt sich, sage ich mal, auch dann die Geschichte, warum die Fender-Gitarre nach Deutschland kam. Weil mein Vater seinerzeit und mein Onkel die Gitarre halt gesehen haben, gesagt, was ist das? Und ja, so begann dann der Run, und dann importierten die berühmte Fender-Gitarre nach Europa. Die allererste E-Gitarre in Deutschland wurde an dieser Theke verkauft. Das umfangreiche Sortiment zieht auch heute noch viele Kunden in den Laden. Was ein lustiger Schwank war, ist natürlich die Geschichte mit dem Gary Moore, der letztes Jahr hier war und hier vorne bei uns vor der Vitrine stand und sich die alten schönen Sammlerstücke anschaute und fragte, was sie kosten, und ich ihm sagen musste, dass sie eigentlich nicht zu verkaufen sind. Und er darauf dann erwiderte, ich übersetze es jetzt mal auf Deutsch, also ihr habt hier einen scheiß Gitarrenladen und verkauft keine Gitarren, ne? Und weil er halt ein bisschen erbost war, dass er die nicht bekam. Und das ist eigentlich so, aber auch alles immer mit einem Augenzwinkern, hat sich dann einen Frustkauf geleistet und hat sich das neueste Effektgerät von einer gewissen Firma gekauft. Doch der Laden legt gar nicht so viel Wert auf die berühmte Kundschaft. Die jungen Nachwuchsmusiker wollen sie überzeugen. Mit guter Beratung und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und natürlich auch mit fachgerechter Reparatur, wenn es denn mal nötig ist. Es macht erstmal viel Spaß, hier zu arbeiten. Das ist eigentlich so das Allerwichtigste für uns alle, dass wir wirklich viel Spaß bei der Arbeit haben. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Job. Wir haben sehr unterschiedliche Kundschaft. Von jung bis alt, von berühmt bis der Einsteiger. Jeder Tag bringt neue Geschichten, wenn die Tür aufgeht und das schöne Gebimmel an der Tür reinkommt, kommt eine neue Geschichte ins Geschäft. Jeder zweite Kunde von Cream Music ist aus dem Ausland. Der Laden ist über die Grenzen Deutschlands hinaus bei Musikern bekannt. Inzwischen gibt es nur wenige Meter weiter im Keller eines Hinterhauses noch ein zweites Standbein. 1978 wurde die Abteilung hier aufgemacht, und es war quasi in Deutschland die erste Abteilung, wo man reingehen konnte, und zwar nur Schlagzeuge in einer speziellen Abteilung, weil früher war das oft so, da gab es diese Komplettsortimentler, die hatten von der Blockflöte bis zur Gitarre eigentlich alles, und dann standen irgendwo verstaubt in der Ecke drei Schlagzeuge, und wenn die Drummer in den Laden rein sind, wollten wir ein Schlagzeug ausprobieren, dann wurde es erst aufgebaut und gestimmt und gemacht. Betreiber eines Musikladens, ein Traumjob? Für mich schon, ja. Ich bin ja Schlagzeuger seit 100 Jahren und ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Muss er ja auch gar nicht. Etwa 200 Schlagzeuge werden im Jahr verkauft. Davon wird inzwischen mehr als die Hälfte über das Internet versteigert oder auf der eigenen Homepage gehandelt. Denn Tradition heißt nicht gleichzeitig Stillstand.